Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute bin ich hier für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Achievement Guide. Heute geht es nämlich um ein Achievement, was wir unter Quests und dann Shadowlands finden. Und das Achievement schimpft sich Cumulus Cum Laude. Und dafür müssen wir die Herausforderung des Paragons während der Bastions-World Quest Flugschule auf und davon abschließen. Wie machen wir das? Wir brauchen als allererstes einmal die World Quest, die befindet sich hier oben in der Bastion auf den Koordinaten 41, 23. Schimpft sich hier Flugschule auf und davon. Und für diese Flugschule auf und davon müssen wir eigentlich hier von der Plattform springen auf so komische Blumen und gehen dann hier rechts rum, hier hoch und erreichen quasi die Spitze. Jetzt müssen wir nicht die normale Flugschule machen, sondern wir müssen die schwierigere Version spielen. Und zwar müssen wir links rum. Das können wir aber nicht einfach entscheiden, dass wir links rumgehen, sondern wir müssen mit einem NPC sprechen und dem quasi sagen: Hallo, Kollege, ich will jetzt hier das Schwierigere spielen. Sprechen wir mit dem, dann kriegen wir hier einen Buff drauf. Und jetzt haben wir die schwierige Version. Was ist da jetzt Sache? Und zwar, wir gehen jetzt quasi nicht mehr rechts rum, wie bei der eigentlichen World Quest. Übrigens, ich glaube, man kann das nicht mehr abschließen, wenn man die World Quest gemacht hat. Heißt, wenn ihr die World Quest hier seht, schließt sie nicht normal ab, sondern macht die schwierige Version, wenn ihr das Achievement wollt. So, wenn wir jetzt hier so Winde, dann müssen wir diese Blumen treffen. Und wenn wir diese Blumen getroffen haben, dann dürfen wir hier nicht runterfallen, sondern müssen dann immer von Blume zu Blume hüpfen. Und das machen wir jetzt einmal. Ich habe das Ganze schon geschafft. Ihr seht, das Achievement habe ich euch ja schon gezeigt. Hat jetzt nicht so lange gedauert, aber es buggt hier manchmal ein bisschen. Und teilweise fliegt man direkt in die Blume rein und das zählt halt nicht mit. Und manchmal ist man weit von der Blume weg und wird trotzdem nach oben geschleudert, was ein bisschen komisch ist. So, hier haben wir jetzt nämlich so ein bisschen eine schwierigere Angelegenheit. Und zwar haben wir so Engel, die so Pfeile verschießen und da darf man nicht getroffen werden. Wenn ihr getroffen werdet, Bonusfähigkeit usen, dann habt ihr nämlich einen Oh Shit-Button. Und habt nämlich noch eine Möglichkeit, nochmal zu springen. Und ich habe da gerade gesehen, hat einfach gebuggt, ich fliege durch die Blume durch, das passiert ab und an. Hatte ich auch tatsächlich. Wir müssen halt, oder hier habt ihr das auch gerade nochmal gesehen, ich bin genau in die Blume reingefallen, buggt leider ein bisschen. Und dann muss man es halt einfach ein paar Mal probieren. Und ja, man kann ja auch hier so ein bisschen steuern. Also ihr seht, ich kann quasi auch steuern, ob ich nochmal zurückfliege. Beziehungsweise kann so ein bisschen die Strecke einschätzen, schaffe ich es nicht, dann kann ich auch nochmal zurückfliegen und mich dann nochmal hochkicken lassen. Teilweise, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ich habe die Blume kaum berührt, es hat trotzdem gepasst. Manchmal ist es so, dass man direkt in die Blume reinfällt und es schleudert einen nicht hoch. Das ist ein bisschen blöd. Ja, das sind soweit die Infos, die ich euch geben kann. Ich zeige euch jetzt nochmal meinen Durchlauf, wo es ich geschafft habe. Und kleiner Tipp am Rande, am Ende, einen Goblin-Gleiter macht Sinn, wenn ihr so eine Special-Aufladung nicht mehr über habt, die euch nach vorne kickt. Wird aber dann in dem Run auch nochmal gezeigt. Viel Spaß damit und ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Euer Tala, bis zum nächsten Mal. Ciao. Warte mal, ich soll lesen, was die Erfolgs-Community zum letzten Jump geschrieben hat. Braucht man da diese Aufladung für, oder? Ich. Ne, 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 ne. Kann ich da nochmal hoch? Boah, habt ihr den Save gesehen? Wahrscheinlich braucht man den Jump für den letzten Sprung, ne? Da brauchst du einen Goblin-Gleiter. Ach so, okay. Also muss ich einfach. Aber kann ich dann in dem Engel den Goblin-Gleiter an reinziehen? Jetzt müssen wir mal gucken. Na ja, gut. Kann ich hier nochmal? Noch ist noch nichts verloren. Man braucht einfach einen Goblin-Gleiter. React, danke dir für den Tipp. Einfach einen Goblin-Gleiter. So, dann haben wir das Achievement eingetütet. Perfekt. Perfekt, perfekt. Jetzt muss ich mir bloß überlegen, wie ich dann da Achievement-Video draus bastel. Das müssen wir uns. Ich hab's, glaube ich, mit aufgenommen, oder? Ja, hab's mit aufgenommen. Ach, die World Quest ist aber jetzt auch weg, ne? Also ich darf sie vorher nicht normal machen, so wie es aussieht.